White Titty. Guten Tag, Jungs, auf den Video Days. Es ist ein krasser Interviewmarathon, den ihr euch hinter, den ihr gerade gebt. Aber die Laune ist noch bestens. Laune ist gut, die Stimme wie ist leider. Aber die Stimme ist leider schon im Arsch, ne? Wie macht ihr das? Ich weiß es nicht. Es ist einfach, man gewöhnt sich dran über die Jahre hinweg. Über die letzten 10 Jahre hast du gelernt, das zu machen. Genau. Genau. Ja. Sagt mal, Kartoffelsalat kommt demnächst in die Kinos. Ihr habt mit, Film. Ja, ich möchte mehr über den Film wissen. Könnt ihr, könnt ihr ein bisschen was raushauen, was die Handlung ist, etc.? Ja, die Handlung, die ist eigentlich schon klar. Und ich glaube, morgen, Samstag, gibt es den Trailer oder den Teaser offiziell. Ja. Aber gesehen, den dürfen wir nicht verraten. Aber das wird echt gut. Aber was ist euer Part im Film? Also es spielen viele, viele, viele YouTuber mit. Was macht ihr genau? Was ist eure Rolle? Also wir haben da ein bisschen eine unterschiedliche Rollenverteilung. Oz und Tizi sind Zombies. Und ich spiele den besten Freund von Torge auf der neuen Schule. Ja, ich bin voll Nerd. Und die Zombie-Stimme ist aber geblieben, ne? Ja, wie gesagt, wir haben sehr viel gekreischt heute auch schon. Es waren viele große YouTuber hier. Die Stimme ist ein bisschen kaputt jetzt. Und auch schon viele Autogramme geholt dann heute. Ja, ich habe von allen schon. Naja, wenn du so eine Stimme hast, hast du auch viel geschrien heute, ne? Ja. Bei entsprechenden YouTubern. Bei welchem YouTuber hast du am lautesten geschrien heute? Dead Adam. Oh. Shireen. Aber als Musikerkollegen, ne? Ja. Wie findet ihr das Dead Adam-Projekt? Ich find's ehrlich gesagt richtig geil. Nein, wirklich, weil man merkt, dass die Jungs sich wirklich Mühe gegeben haben, von vorne bis hinten. Ich versuche halt so meine Günther Jauch-Mimik aufzulegen, ich versuche dich ernst zu nehmen, ne? Und ich ziehe das einfach jetzt auch durch. Es ist ein Gesamtkonzept. Es ist von vorne bis hinten rund, finde ich. Und das gefällt mir daran sehr gut. Okay, wann gibt's die nächste Musik von White Titty? Also wann gibt es denn ein rundes, komplettes Konzeptalbum von White Titty, so wie es Dead Adam machen? Jetzt mit grauem Cover am besten, Farbverlauf und ganz kleiner Schrift rechts unten. Also, jetzt bist du der Erste, der uns ein Geheimnis über den Film entlockt. Oh. Der Film wird nämlich auch viel Musik enthalten. Und ich denke, mit dem Film wird auch die Musik wieder auferleben. Oh. Auferleben. Das heißt, White Titty Songs im Rahmen von Kartoffelsalat. Genau. Wow! Wow! Oh mein Gott! Mein Gott, was passiert? Oh mein Gott! Krass! Aber hab ich das gerade eben auch in den anderen Interviews richtig gehört, dass nach dem Kartoffelsalat-Film aber auch noch ein eigener White Titty-Film irgendwie in den Startlöchern steht? Ja, das ist ja der Punkt so. Manche dachten, der Kartoffelsalat ist jetzt unser Film, aber wir wollen ja eigentlich schon seit Anfang an, also schon vor 8 Jahren wollten wir einen Kinofilm machen. Und wir sind gerade dabei, das umzusetzen, aber bei uns dauert es sehr lang, weil wir jetzt schon über ein halbes Jahr am Drehbuch arbeiten. Die erste Fassung ist jetzt fertig. Und da sind Szenen dabei, wo wir uns komplett den Arsch ablachen, aber dann gibt es auch noch Szenen, wo wir sagen, und die müssen noch mehr werden, die müssen noch Arschablass-Szenen werden, deswegen wir gehen jetzt immer weiter drüber. Aber nächstes Jahr, glaube ich, kommt das Ding in die Kinos. Okay, also volles Programm. Ich komme jetzt nicht so richtig auf die richtige Stimme klar, gebe ich zu. Ist ganz komisch, also ich bin auch mega verwirrt. Irritiert mich leider sehr. Also das funktioniert so nicht. Aber halt mal fest. Wieder ein bisschen kreischen. Ja, genau. Also halt mal fest, White Titty sind riesige Dead Adam-Fans. Jo. Riesige Joyce-Fans natürlich. Ja, das ist selbstverständlich. Ja, und Kartoffelsalat kommt, aber ein eigener White Titty-Film dann, was haben wir jetzt 2015? Boah, 2016 dann, kann man schon mal so als News raushauen. Genau, wenn wir 10 Jahre alt werden. Super geil. Zum Jubiläum. 10 Jahre hat es gedauert. Quasi ein Best-of aller White Titty-Videos als Film dann. Genau, wir schneiden die einfach hintereinander und dann sollen die Leute reingehen. Dafür brauchen wir noch ein Jahr, aber deswegen. Sichten des Materials. Genau. Okay, danke schön, White Titty. Danke auch. Macht's gut. Ciao.